Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, beziehungsweise zu dem nächsten Teil von Trackmania. Und ja, ich habe wieder eine neue Strecke bekommen von Simon von Zock, beziehungsweise es waren ja eigentlich 3 an einem Tag. Aber ja. Gut, die Strecke nennt sich RB Loopings, dauert 1 Minute 30, ist eine Stunt-Strecke und Schwierigkeit ist Intermediate. Der Kommentar von ihm ist so, die dritte Strecke an einem Tag, ja, wie gesagt, jetzt reicht's aber auch mal für heute, sind einfach ein paar Loopings, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Gut, dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Gehen in die Strecke rein. Sieht auf jeden Fall mal schon sehr schnell aus. Uiuiuiui. Da habe ich mit einem früheren Looping wieder gerechnet. Aber fahren wir sie einfach mal weiter. Ah, die Kurve war mies, die war mies. Prinzipiell macht ihr immer so gemeine Kurven nach den Loopings. Vor allem, wie ich eiskalt einfach sofort urweit rausfliege. Ich wusste es, ich wusste es. Ich habe extra abgebremst. Ui, hier muss ich, glaube ich, ja, perfekt. Aber eigentlich eine recht gute Strecke so bis jetzt. Schaut mal auf die Geschwindigkeit, ich hatte die ganze Zeit 201 km/h oder mph. Ich weiß es nicht. Und finish. Aber die Autol-Medaille haben wir nicht First Try diesmal. Ich bin ja aber auch einmal komplett rausgeflogen. Dann mache ich jetzt mal kurz die Autol-Medaille. Beziehungsweise versuche, aha, versuche es halt. Und so, sorry, jetzt war ein ganz kleiner Cut. Hat mich gerade eben kurz wer unterbrochen. So. Dann versuchen wir jetzt da die Autorenmedaille. Ui, da bin ich angefahren. Das war nicht so toll. So, hier muss ich vom Gas runtergehen. Hier auch. So, bis jetzt läuft ja alles noch recht gut. Jetzt schaut, ich fahre die ganze 201 bzw. 200 km/h. So, die Kurve war jetzt recht schön. Und da haben wir die Autorenmedaille. Schau noch mal kurz die Strecke an. Sehr viele Turbos, sehr viel blinkendes Zeug. Ja, eigentlich eine recht coole Strecke, so würde ich mal sagen. Zwar ein paar miese Kurven, aber ansonsten gefällt mir die Strecke eigentlich recht gut. Soll ich sie jetzt nochmal komplett fahren oder soll ich hier jetzt schon meine Bestzeit einblenden? Ich denke, die Videos müssen ja nicht unbedingt urlang sein.
Vor allem man sieht ja jetzt schon, wie ich sie einmal recht gut gefahren bin und so. Deswegen würde ich sagen, blende ich jetzt einfach mal hier meine Bestzeit ein. Und ja, dann würde ich sagen, dass ich gerade eben relativ oft hintereinander oder zweimal, ich weiß es nicht, würde ich sagen gesagt habe. Auf jeden Fall würde ich mich sehr über eine positive Bewertung von dem Video freuen. Ihr könnt ja auch gerne was in die Kommentare schreiben und vor allem könnt ihr mir auch Maps bauen oder Tracks oder Strecken oder wie auch immer man es nennen möchte. Und ja, wie ihr das macht, ein Link dazu ist in der Beschreibung, hoffe ich, glaube ich, möglicherweise. Und ja, dementsprechend bis zum nächsten Video und ciao.